Und damit hallo und herzlich willkommen zurück zu Dream for the Longest Journey. Mann, warum muss hier eigentlich einiges immer mit dem Kämpfen anfangen? Gibt es Gründe dafür, warum du dich nicht wehrst? Ich frag ja nur. Ich meine, du sollst nicht stören. Nochmal? Okay, ich habe nichts gesagt. Wo auch immer wir jetzt sind. Autsch! Autsch! Oh! Au! Oh mein Gott! Ja, das ist total praktisch, wenn mein Katze jetzt davor steht. Dann sehe ich auch genau, wo ich hinschlage. Ihr habt gut gekämpft, aber ich könnte es noch viel besser. Ja, bestimmt. Sind wir jetzt fertig? Ah ja. Sehr hübsch. Ich muss hier mal eben einen ganz kleinen Schnitt machen. Ich bin sofort wieder zurück. Bis gleich. So, und weiter geht's. Ich habe so eine Vermutung, mit wem wir hier gerade unterwegs sind. Bin mir aber ehrlich gesagt nicht ganz sicher. Aber ich denke schon, dass ich da richtig liege. Alter, wo soll ich denn hin? Aber schick hier. Da. Diese Soldaten sind mit dem Schutz der Sechs und des Rats betraut. Es ist eine große Ehre, für so eine Aufgabe ausgewählt zu werden. Ganz bestimmt. Kann ich hier rein? Nein. Kann ich hier rein? Nein. Tschüss. Da vorne war auch eine Tür, ne? Hier? Nein. Ist das überhaupt eine Tür? Aha. Muss ich draußen mit irgendjemandem quatschen? Nicht schlecht, Kien. Du hast dich heute gut geschlagen. Danke, Meister. Aber euer Lob beschämt mich. Das Licht der Göttin blendet meine Gegner und leitet mein Schwert zum Sieg. Deine Fähigkeiten mit dem Schwert sind unerreicht, Kien. Und so ist es auch mit deinem Glauben. Aber das eine ist nicht gleich dem anderen. Was meint ihr damit, Meister? Deine Ergebenheit zum Glauben und dein Stolz mit der Klinge sollten nie miteinander vermischt werden. Religion und Kriegskunst sind wie eine brennende Fackel und trockenes Gras. Wie kann das sein? Ich führe mein Schwert im Namen des Glaubens. Und mein Glaube ist der Schild, der mich beschützt. Sie sind wie zwei Ringe, die ineinander verschlungen sind. Oder wie zwei Schlangen, die sich gegenseitig in den Schwanz beißen. Lass dich nicht von Rhetorik verblenden, Kien. Ich habe dich Besseres als das gelehrt. Aber die Mission, Garmin... Politik! Seit wann bist du eine Frau geworden? Deine Hingabe an die Mission ist eine Verschwendung deines Potenzials und deiner Zeit. Mit großem Talent kommt auch große Verantwortung. Aha. Du könntest ein großer Mann sein, Kien. Stattdessen hast du dich für ein Leben als Marionette entschieden. Als Marionette! Nun, ihr habt nie meine Berufung gebilligt. Aber ich habe mein Leben der Göttin verpflichtet und geschworen, ihr Wort zu beschützen. Das Wort der Göttin benötigt deinen Schutz nicht. Und dein Leben hast du den Sechs verpflichtet, nicht der Göttin. Bring die beiden nicht durcheinander. In dieser Sache sind wir uns niemals gleich, Meister. Ich bin ein Apostel des Glaubens und ich habe... Ich bitte tausendmal um Entschuldigung, Apostel. Entschuldigt mich, Meister. Ja, Kind Ena? Die Sechs wünschen eure Anwesenheit, Apostel. Wann? Ich bitte um Vergebung, Apostel. Sie sagten, ich soll euch sofort zu ihnen bringen. Danke. Meister, vergib mir. Natürlich, Kien. Wir werden weiter trainieren. Ohne dich. Amanon, Nausen, in den Ring! Und schwingt eure Schwerter dieses Mal nicht wie schüchterne kleine Schulmädchen herum.
Bitte, Apostel, wir müssen uns beeilen. Ihr seht aus wie zwei Liebende, die im Mondlicht spazieren gehen. Kämpft und tanzt nicht. Aha. Hebe deinen Arm. Folgt mir, Apostel. Ja, der ist ja reizend, der Typ. Gut, ich lag richtig mit meiner Vermutung. Also, dass wir mit Kian unterwegs sind. Ich sagte ja bereits, möchtest du mit mir sprechen? Werde da so nicht weiter drauf eingehen. Sie warten, Apostel. Ja, soll ich jetzt hier rein? Soll ich da rein? Ah. Apostel, verzeih, dass wir dich riefen, während du trainiertest. Wir wissen, dass du mit dem Training der Eingeweihten beschäftigt bist. Aber dies duldet keinen Aufschub. Wir haben Nachrichten von unseren Armeen im Osten und sie bekümmern uns zutiefst. Verehrter Apostel, wir haben einen sehr wichtigen Auftrag für dich. Ja, Herrin. Apostel, du weißt, wie strikt einige Ostländer sich unseren ehrenvollen Bemühungen widersetzen, ihre zerrissenen Nationen zu einen und das Wort in ihr göttinloses Leben zu bringen. Die Mission wird natürlich mit vollem Einsatz weitergeführt. Nichts darf zwischen der Glorie der Göttin und den Verlorenen stehen, die sich aus ihrem Lichtkreis begeben haben. Doch es gibt immer noch einige, die sich uns entgegenstellen. Diese fehlgeleiteten Heiden sind zu einem gefährlichen Hindernis in unserem Weg geworden. Apostel Kian, wir möchten, dass du nach Osten reist, in jene heidnischen Länder, um den Heretikern das Wort zu verkünden. Die aufsässigen Rebellen werden von einem Mann angeführt. Einem Mann, dessen Hände mit dem Blut vieler Reinblütiger besudelt sind. Einem Dämon. Du musst heute Nacht zu den Himmeln reisen, Apostel, an Bord eines Wolkenschiffs hin zur Stadt Markoria. Wenn du dein Ziel erreicht hast, suche nach diesem Mann. Diesem Schlechter. Sie nennen ihn den Skorpion. Du musst ihn finden und du musst ihn konvertieren. Indem er sein Blut gibt, wird er zu einem nächsten Leben wiedererweckt. Dort mag er in der Glorie der Göttin Vergebung finden. Finde diesen Rebellenführer, diesen Skorpion, und lass deine Klinge seine Kehle küssen. Dies ist deine Mission, Kian Orwain. Wie ihr wünscht, Herren. Euer Wunsch ist mein Gebot. Dann geh, beeile dich. Möge die Göttin mit dir sein, Apostel. Und lass dich nicht von diesem Skorpion stechen, bevor du ihn gestochen hast. Ich werde wachsam sein, Herrin. Gesegnet sei die Göttin, gesegnet der Pfad, gesegnet das Wort und gesegnet sei die Mission. Können wir ihm trauen? Wenn nicht ihm, wem sonst? Er ist unser frommster Apostel. Er weiß gar nicht, wie er das Wort in Frage stellen soll. Er wird seine Mission erfüllen. Der Prophet war sich gewiss. Von dieser Aufgabe hängt viel ab. Es ist das letzte Hindernis, sagt der Prophet. Wenn dies getan ist. Das Licht der Göttin wird über die Welt spülen wie eine Gezeitenwelle und alle ertränken, die ohne Glauben sind. Möge dieser Tag bald anbrechen und möge die Göttin dem Apostel in dieser Mission zur Seite stehen. Die Zukunft des Imperiums liegt nun in seinen Händen. Wie auch immer. Ganz bestimmt. Gut. Ja, dann wollen wir mal, würde ich sagen. Ich weiß gerade nicht so ganz genau, wo ich hin soll, ehrlich gesagt. Schönen guten Tag. Heute Nacht zu den Himmeln entsandt, Meister. Ein Wolkenschiff wird mich nach Osten bringen, über den Ozean hinweg. Ich muss in aller Eile aufbrechen. Mit Eile! Ich verstehe! Ein weiterer Heide, der konvertiert werden muss! Die Welt ist voller Dunkelheit. Ist es nicht unsere Pflicht, sie mit dem Licht unserer Göttin zu erleuchten?
Wir können zur Zeit der Mitternacht nicht die Sonne aufgehen lassen, Kien. Wie jeder auch müssen wir auf den Morgen warten. Müssen wir dies schon wieder diskutieren, Meister? Es scheint mir, als wolltet ihr alles hinterfragen, woran ich glaube. Nein, Kien. Du weißt, ich bin ein Mann des Glaubens. Was ich hinterfrage, ist unser Recht, unseren Glauben auf andere zu übertragen. Ich war in diesen östlichen Ländern und... Und sind das nicht Orte voller Dunkelheit und Sünde? Würden sie nicht besser sein unter der Führung unseres Glaubens und der Gnade der Göttin? Welche Antwort willst du von mir hören? Natürlich gibt es dort Arroganz, Unterdrückung, Mord und Furcht. Doch es gibt auch Schönheit, Freiheit und Bescheidenheit. Und der hellste Tag besitzt zugleich die tiefsten Schatten, Kien. Vergiss das nicht. Ich muss euch nun verlassen, Meister. Das Wolkenschiff wird den Hafen beim ersten Tageslicht verlassen und meine Pflicht ruft mich. Pflicht oder keine Pflicht? Tu nur, was du selbst für recht hältst und nicht, was andere dir als recht aufdrängen wollen. Ich sehe dich, wenn du zurück bist. Du kannst mir alles über die Ostländer erzählen und wie du ihre Frauen vor einem Leben in Sünde gerettet hast. Mögest du im Licht der Göttin wandeln, Kien. Lebt wohl, Meister Garmin. Irgendwie komme ich auf Meister Garmin nicht so ganz klar. Oh. Sind Sie in Ordnung, Mädchen? Wo bin ich? Sie sind noch im The Fringe. Erinnern Sie sich nicht? Ich weiß nicht, wie kam ich hierher zurück? Zurück? Sie haben sich die ganze Nacht nicht bewegt. Ein paar Gäste fanden sie ohnmächtig. Sie wurden betäubt. Was? So sah es jedenfalls aus. Ich überprüfte die Kameras, aber da war nichts zu sehen. Die Kristalle wurden gelöscht. Als wir sie gestern Abend fanden, rief ich eine Freundin von mir an, eine Ärztin. Sie kam her und untersuchte sie. Sie sagte, dass sie auf einer Art von Synth waren, aber dass sie es wegschlafen würden. Deshalb schloss ich das Zimmer und behielt sie die ganze Nacht im Auge. Das ist nicht möglich. Ich war anderswo. April, sie... Was? Ich traf April. April Ryan. Ich war in Arcadia, dem Ort, von dem sie sprach. Ich war dort. Darum kann ich unmöglich hier gewesen sein. Zoe, sehen Sie, ich habe alle 15 Minuten nach Ihnen gesehen, die ganze Nacht lang. Sie können nirgendwo gewesen sein, ohne dass ich es bemerkt hätte. Ihnen wurde vermutlich irgendein halluzinogenes Mittel gegeben. Sie hatten wahrscheinlich sehr lebhafte Träume. Vielleicht haben Sie recht, aber es fühlte sich wirklich echt an. Es war eine starke Droge. Meine Freundin konnte sie nicht identifizieren. Wie ich bereits sagte, eine Art von Synth. Aber sie meinte, ihre Werte waren zu hoch. Ihr Geist war aufgepeitscht. Sie sagte auch, dass es ihnen wieder besser ginge, sobald die Wirkung der Droge nachlässt. Ich wollte ein Krankenhaus anrufen, aber ich dachte, es wäre für uns beide besser, wenn hier niemand vom Konzern herumschnüffelt. Mein Publikum ist ein bisschen sensibel, was ihre Privatsphäre angeht. Und ich dachte, Sie würden es ebenso empfinden. Ich bin froh, dass Sie niemanden angerufen haben. Was die Leute vom Ei angeht, für die bin ich immer noch in Casablanca. Haben Sie gesehen, wer mir das angetan hat? Erinnern Sie sich an nichts? Nein, die letzte Nacht ist verschwommen. Das Erste, woran ich mich erinnere, ist, dass ich aufwachte in... Nein, ich erinnere mich an nichts von The Fringe. Ich habe niemanden gesehen. Aber offenbar checkte unser Freund Marcus Crozier hier ein, kurz vor diesem Vorfall. Und er brachte zwei Gäste mit. Warten Sie, ich erinnere mich an einen Teil davon. Marcus, die Zwillinge... Zwillinge. Sie arbeiten zusammen. Sie waren in Risas Wohnung in Casablanca. Und sie waren gestern Abend hier. Nun, das könnten diejenigen gewesen sein, die sie betäubten. Vielleicht. Aber ich verstehe nicht, warum sie mich nicht gleich töteten. Ich meine, es war das zweite Mal, dass sie mich angriffen und ich lebe immer noch. Wenn es etwas gibt, das ich gelernt habe, dann ist es, dass man in so einer Situation nicht zu sehr grübeln darf. Sie sind am Leben. Stellen Sie nicht so viele Fragen. Vielleicht haben Sie recht. Vielleicht sollte ich nach Hause gehen, solange ich noch... Immerhin stellte sich heraus, dass ich mit Marcus einen ziemlich großen Fehler gemacht hatte.
Und wenn Reza in eine wirklich gefährliche Sache verwickelt wurde. Außerdem, ich weiß nicht, wohin ich von hier aus gehen soll. Ich könnte ebenso nach Casablanca zurückgehen und auf Reza warten, bis er sich mit mir in Verbindung setzt. Das klingt wie eine gute Idee, Mädchen. Wie fühlen Sie sich? Ein bisschen benebelt, aber ganz in Ordnung, denke ich. Ist Emma bereits abgereist? Heute Morgen. Sie hat heute etwas später eine Show in Moskau. Ich versprach ihr, sie auf dem Laufenden zu halten. Was wollen Sie ihr denn nun berichten? Ich weiß nicht. Ich denke, das, was Sie mir erzählt haben. Wer weiß. Selbst wenn es ein Traum war, vielleicht haben Sie wirklich mit April gesprochen. Es fühlte sich ziemlich real an. Ich weiß es nicht. Ich muss die Dinge in meinem Kopf wieder in Ordnung bringen. Ich glaube, dass ich nach Hause gehen werde. Ich habe keine Lust, Marcus oder den Zwillingen nochmals über den Weg zu laufen. Sie haben wahrscheinlich versucht, ihnen Angst einzujagen. Ihr Freund scheint an einer dicken Story dran zu sein. Ja, ich hoffe nur, dass... Au! Sind Sie okay, Zoe? Es ist nur mein Kopf. Ja, ich bin okay. Sie können hier bleiben, solange Sie wollen. Und ich kann meine Doktorfreunde nochmal anrufen. Es ist nicht notwendig, in ein Krankenhaus zu gehen. Nein, ich sollte nach Hause zurückkehren. Danke, Charlie. Ich weiß das wirklich zu schätzen. Kein Problem, Mädchen. Kommen Sie vorbei, wann immer Sie in der Stadt sind. Und halten Sie mich auf dem Laufenden, wenn Sie Ihren Freund finden. Oder wenn Sie... wenn Sie was von April hören. Das werde ich, Charlie. Vielen Dank für alles. Ich bin mir immer noch nicht sicher, ob man ihm trauen kann. Wie dem auch sei, Zoe steckt ja mittendrin, ne? Also ich denke, sie weiß schon viel zu viel. Und wenn sie das jetzt einfach aussitzt, oder aussitzen würde, ich glaube nicht, dass das so einfach ist. Ich wollte es einfach mal probieren. Hallo, Schätzchen, ich bin's. Wo bist du? Hallo, Leaf. Ich bin noch in Newport, aber schon auf dem Weg nach Hause. Gibt's irgendwelche Neuigkeiten? Ja, du gehst nach Japan. Japan? Hä? Ich habe die Notizen von Reza entschlüsselt. Die meisten von ihnen. Okay, manche von ihnen. Ich arbeite noch dran. Aber ich fand heraus, dass er den Fall Wartikorp untersuchte. Wartikorp? Wirklich? Mein Gott, das ist ziemlich gewaltig. Was untersuchte er? Ich weiß es jetzt noch nicht, Schätzchen. Aber er war in Kontakt mit zwei Leuten von Warty. Eine davon war das tote Mädchen in seiner Wohnung. Aus seinen Notizen zu schließen, hat er Newport verlassen und wollte nach Warty City auf die Insel Hokkaido im Norden Japans. Das ist der Ort, wo das Warty Corp Hauptquartier liegt. Das ist alles, was ich bis jetzt gefunden habe, fürchte ich. Ich werde weiter an den Aufzeichnungen von Reza arbeiten. Ich habe sicher mehr Infos, wenn du dort bist. Du meinst in Japan? Du weißt, ich würde versuchen, dich zu überzeugen, nicht zu fahren, aber du scheinst Reza dicht auf den Fersen zu sein. Und alle Zeichen weisen nach Japan. Ich weiß, ich muss weitermachen. Ich kann nicht aufgeben, nicht jetzt. Nicht zu dieser Zeit, es ist zu wichtig. Wenn ich aufhöre... Ist alles in Ordnung, Zoe? Ja und nein. Mir geht's gut, ich bin nicht verletzt oder irgendwas, aber es ist einiges geschehen. Ich habe jetzt keine Zeit, um mich darauf einzulassen, aber eines Tages werde ich eine Höllenstory daraus machen. Solange du okay bist, Schätzchen. Ich sagte schon, ich werde weiter an den Aufzeichnungen arbeiten. Ich rufe dich an, wenn du in Warty City bist. Gute Reise. Ist gut, Leaf. Pass auf dich auf. Geht's jetzt auf? Also gut, dann erzähle mir etwas über den Turm. Er ist wie die meisten Dinge der Azadi. Groß, verschwenderisch und überheblich. Ich habe nie etwas derartiges gesehen.
Sie bauen eine Leiter zum Himmel. Vielleicht ist es ein Tempel. Ich mag nicht viel über den Feind wissen, aber sie sind ziemlich religiös. Die Azadi religiös zu nennen ist, als wolle man sagen, die Sonne wäre warm. Ihr Glaube ist alles, was sie haben. Wenn wir ihn erschüttern, haben wir den Krieg gewonnen. Ich glaube nicht, dass das eine realisierbare Strategie wäre, Chuan. Aber es ist gut zu wissen, dass sie eine Schwäche haben. Der Glaube ist ein zweischneidiges Schwert. Dieser Turm könnte eine weitere Schwäche der Azadi sein. Als ich kürzlich dort war, hatte ich den Eindruck, dass sie noch an ihm bauen. Sie haben für die Arbeiter hölzerne Plattformen errichtet. Gerüste? In der Nähe des Turms? Auf dem Turm. Wenn jemand daran hinaufzuklettern vermag, könnte er einen Weg in den Turm finden. Sehr gut. Ich muss mir das selber ansehen. Dieser Turm muss für die Azadi ungeheuer wichtig sein. Und, wie du sagtest, er könnte eine weitere ihrer Schwächen darstellen. Du willst alleine gehen? Ich muss. Wenn wir zu mehreren sind, wären wir leichter zu entdecken. Und wenn du erwischt wirst, muss jemand mit den Vorräten zurück zur Stadt. Das ist unsere Mission. Das ist unsere Mission, Chuan. Ich bin vor Tagesanbruch zurück. Pass auf dich auf, Raven. Ja. werden wir tun. Hier überschlagen sich gerade die Ereignisse. Ich werde jetzt erstmal den Part beenden. Weil ich auch zwei hintereinander aufgenommen habe. Und wir schauen dann im nächsten Part, wie es hier weitergeht. Ich danke euch fürs Zusehen, wenn ihr mögt. Bis zum nächsten Mal. Thank you.